Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Party in Sonic Forces. Es wird mal wieder höchste Zeit, mal wieder weiter zu zocken. Und so wie es scheint, haben wir gerade ein geheimes Level freigeschaltet. Okay, du kannst jetzt Feuerkanone 1 spielen. Okay. Und wo ist dieses geheime Level? Wenn ich es aber wissen dürfte. Ah. Wie habe ich das überhaupt freigeschaltet überhaupt? Weil wir jetzt irgendwie ein Territorium irgendwie uns haben. So ein recht großes Stück schon. Keine Ahnung. Aber ja, würde ich sagen, machen wir mal schon mal die geheime Mission oder das geheime Level, wie auch immer. Feuerkanone 1 im Mystic Jungle. Okay. Bin mal gespannt. Und übrigens, kleine Neuerung, das werdet ihr auch in den zukünftigen Parts bekommen. Ja, kein Headset. Ich kann es auch so hören über meinen Desktop-Audio, denn ich habe es jetzt endlich geschafft, mir einen zweiten Bildschirm mir anzuschaffen. Und ja, für euch ist es ja kein Problem, weil ihr hört ja nur den Ingame-Sound und ich höre den Desktop-Sound. Also für euch ist das auf jeden Fall kein Problem. Und ich denke mal, das wird jetzt auch nicht so schlimm sein oder so für mich. Ich weiß nicht, ob das dann ohne Headset viel besser ist oder so. Ob das jetzt auch so krass ist, dass man überhaupt mein Headset, der es nicht mal sieht. Ich weiß nicht, aber man kann es auf jeden Fall auch so machen. Also so schlimm ist es nicht. Komme ich hier aber auch mal drüber oder so, wenn das okay wäre? Ah, wir haben wieder diesen Soundtrack von AquaWorld. Oh, das ist geil. Aber gerade so ein kleines bisschen unpassend für diese Passage. Vielleicht kommt das ja noch. Bist du viel Feuer gerade, merke ich gerade. Wo bin ich denn? Ach, da. Es ging jetzt gerade ein bisschen zu schnell gerade. Alter, ich glaube, wir müssen hier Timing. Ein bisschen Time, oder? Kann das sein? Nee. Doch nicht. Jetzt schon vorbei, war aber ein recht kurzes Level irgendwie. Okay, okay, ja. Kein Problem. Also, ja, war zwar wirklich ein bisschen zu kurz, gerade für ein geheimes Level irgendwie. Aber okay, ja, kein Problem, kein Problem. Alles easy. S-Rang haben wir auch wieder. Und jetzt haben wir so ein Feuerwispern bekommen mit irgendwelchen Fähigkeiten dazu. Keine Ahnung. Wird schon irgendwas Gutes sein wahrscheinlich. Jetzt könnten wir eigentlich nochmal wieder weitermachen. Ja, doch schon, ne? Ja. Wo sind wir jetzt gerade? Ne, ich will nicht zum Avatar. Warte mal, ich muss nochmal nachschauen. Wir sind... Ach, hier. Sunset High. Heights. Für irgendwie... Keine Ahnung. Machen wir da auf jeden Fall weiter. Sein Plan würde uns alle komplett auslöschen. Das klingt nicht gut. Normalerweise würde ich darüber lachen. Aber er beherrscht schon fast die ganze Welt. Was hat es mit dem Plan auf sich? Hey, ich will ja nicht stören, aber wir werden angegriffen. Shadow zerschlägt unsere Truppen. Wir brauchen Verstärkung. Shadow, letztes Mal hat er für Dr. Eggman gekämpft. Das ergibt keinen Sinn. Warum würde Shadow dem Feind helfen? Vielleicht wird er von dieser sonderbaren Macht kontrolliert. Ich werde es herausfinden. Das werden wir auf jeden Fall tun, weil wie gesagt, Shadow war damals mal böse, aber ist jetzt zu den Guten gekommen, also quasi zu uns. Also, vielleicht ist es irgendein Fake Shadow, ich weiß ja nicht. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht, ich habe keine Ahnung. Vielleicht werden wir es dann noch irgendwann herausfinden, vielleicht nach dem Level, was wir jetzt natürlich anfangen werden. Ich rede wieder zu viel, obwohl ich eigentlich selten irgendwie zu viel rede. Manchmal so, egal. Fangen wir an, Level 15, City, Sunset, High, oder wie auch immer, dass dieses High ausgesprochen wird. Das ist sogar das Level aus dem E3-Trailer. Jetzt wird's geil. Ja, ja, das ist es. Ich hätte gedacht, das wäre schon das erste Level von vorhin, Oh, jetzt ist geil. Ja, machen wir das auf jeden Fall hier schon auf dem Weg. Und es geht jetzt schon übelst krass ab, ey.
Oh, wie nice ist denn... Habe ich jetzt schon den Checkpoint... Nein! Jetzt komme ich wieder zurück! Aber ich glaube, der lässt sich manchmal automatisch aktivieren. Ah, das kriegt man schon hin, Vector. Keine Sorge. Nee. Ich sammle zwar sowieso nicht alle ein, aber der ist jetzt leicht zu holen. Komm schon. Gut. Ich wollte nicht zurück. Weiter nach vorne, Mann. Ist doch nicht so schwer. Hä, schon? Also bis jetzt habe ich ihn noch nicht gesehen. Alter, war das knapp mit den Stacheln. Nein. Warum war das so klar? Ich fail immer so, obwohl es da nichts zu failen gibt, ne? Das ist, typisch für mich irgendwie. Ich fail an leichten Sachen, obwohl es da überhaupt nichts zu failen gibt. Aber das ist schon Standard. Aber bis jetzt ist die Atmosphäre richtig nice auf jeden Fall, ey. Das ist richtig geil am Start, ey. Wirklich. Nochmal. Wir haben ja genug Turbo hier. Aber der geht immer schnell auch voll da irgendwie, hab ich so das Gefühl, ne? Och, da ist er schon. Da ist er schon. Der Judy Shadow. Vor allem steht er einfach so, als würde er nur noch direkt auf uns warten. Okay. Also etwas weird ist das irgendwie schon, ne? Das T-Shirt sieht irgendwie schon lustig aus. Okay. Irgend so ein Fahrradhelm. Irgendwas. Sportschuhe? Oder irgend so einen komischen Anzug. Der auch irgendwie komisch aussieht. Ach, die Hälfte des Inventars ist irgendwie voll komisch. Egal. Wegschalten! War klar, dass es ein Fake war. Oh, die Musik ist geil. Er ist einfach verschwunden. Der war nicht echt. Das war klar. Wie? Das war mir irgendwie klar. Weil der wirkliche Shadow... Nee, das wäre nicht so. Kopien in virtueller Realität projizieren. Sie haben Masse und Form, aber weder Herz noch Seele. Was ist das für eine komische Synchro? Die hört sich ja fast genauso an wie, oh, Kacke. Den wir, als ersten Boss hatten. Von Sonic Lost World, Zavok oder so, oder irgendwie, ich glaube Zavok. Der hört ja fast genauso an wie Zavok, also von der deutschen Synchro her. What the fuck? Hä? Das passt überhaupt nicht zu ihm. Da liegt irgendwie die deutsche Synchro aus, keine Ahnung. Sonic Generations oder so, das hätte es auch getan. Hä? Okay, machen wir weiter. Virtuelle Realität? All diese Leute, die wir in Dr. Eggmans Armee gesehen haben? Kopien. Sie sind zwar nicht echt, aber trotzdem genauso stark wie die Originale. Laut Rouge kann Infinite unendlich viele Kopien erstellen. Er kann also nach jedem Kampf immer neue Fälschungen herstellen? Genau. So wie die Dinge stehen, können wir nicht siegen. Natürlich können wir. Wir siegen immer. Wir wissen nur noch nicht so ganz genau wie. Also, die Stimme von dem Shadow gefällt mir überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Vielleicht gerade mal so zu Zabok, aber zu Shadow? Not. Niemals, überhaupt nicht. Achtung, klingt scheulich. Ich höre, dass Dr. Eggmans Truppen in der Basis in Metropolis unterbesetzt sind. Dr. Eggman sammelt seine Truppen vermutlich woanders. Das könnte unsere einzige Chance sein, die Stadt einzunehmen. Genau. Wir starten einen vollen Frontalangriff auf Metropolis. Metropolis, kommt mir bekannt vor. Operation Große Welle. Ja, klingt gut. Wen kümmert der Name? Was wir hier wirklich brauchen, ist die perfekte Strategie. Für die Strategie habe ich keine 2 Minuten gebraucht. Wir rücken schnell und rücksichtslos vor und hören nicht auf, bis Dr. Eggmans Armee zerstört ist.
Wie er dabei noch so fröhlich guckt. Sonic ist mit Shadow beschäftigt. Aber wir können es schaffen. Wir haben die Stärke und den Willen zum Sieg. Ich könnte mir keine bessere Truppe wünschen. Ha! Tolle Rede! Lasst es uns Dr. Eggman so richtig zeigen! Sie sind zahlenmäßig überlegen. Eine schnelle, gezielte Attacke ist also eine gute Idee. Außerdem haben wir Sonic. Den anderen meine ich. Wir können es schaffen, ganz bestimmt. Ja, Classic Sonic halt, ne? Und wenn wir den Phantomrubin zerstören, kann der andere Sonic nach Hause zurückkehren. Das hoffe ich zumindest. Ich verstehe das alles noch nicht recht. Okay, dann los. Zu Dr. Eggmans Hauptquartier. Es ist Zeit, die Welt zu retten. Und auf geht's! Ey, cool, das Vorschaubild sah recht nice aus. Capital City Metropolis. Level 16. Diesmal von unten nach oben gesprochen. Okay, Zeit für Operation Große Welle. Große Welle. Wie absurd, dass wir diese Hauptstadt-Frontalangriff erreichen. Hier erledige ich mit Leben. Och, Dr. Eggman meldet sich auch mal wieder. Ach, wir werden die sowieso immer wieder besiegen, also von daher, wen juckt da schon? Und Infinite auch noch. Und die Musik ist wieder richtig geil am Start auf jeden Fall. Laser. Okay. Also, sieht schon cool. Infinite? So eine Pussy. Okay. Hey, soll ich drüber kommen? Boah, okay, das war schon knapp. Na, ich hab den Blitz nicht. Och, kacke. Ich hab doch lieber den Astroid, ich hab immer noch diesen scheiß Würfel. Ich muss das unbedingt umändern. So, ab nächsten Level oder so, so ungefähr. Da ist er schon wieder. Aber der Würfel ist bis jetzt auch richtig gut am Start hier. Hä? Bin ich gerade zurückgegangen? Warte mal, nee. Ich muss nach rechts eigentlich. Oder? Hä? Soll das jetzt ein Labyrinth jetzt sein oder was? Oder was vom Aufbau her oder was? Hä? Ich glaube jetzt... Alter! Ich glaube, jetzt bin ich richtig. Alter, das ist heftig. Ja, schon wieder. Was macht der da überhaupt so richtig? Ja, jetzt ist wieder so 3D-Passage. Keine Ahnung, was das für ein Wirken hat, was er dann macht. Ich will die Ringe haben. Ich will die Ringe doch nur haben. Chillt mal. Wenigstens bekomme ich immer noch Ringe dazu auf dem Weg hin. Sonst wäre ich schon tot. Der Rekrut packt das schon, macht mich keine Sorge. Wir regeln das schon, oder? Wobei. Das war keine. Lack. Okay, ich hätte gedacht, ich wäre tot. Feuerbiss, jetzt hätte ich so einen Lack gehabt. Och man, bin ich dumm. Ich muss das unbedingt umändern. Am besten auf den neuen Wispon, den wir bekommen haben. Vielleicht bringt das ja was. Hätte ich das jetzt gewusst, ne? Dass es hier auch einen Feuerwisp gibt, ne? Ach komm. Das war richtig scheiße. Mhm. Ach du. Boah, da wird das so knapp. Okay, geschafft. Puh, und das Infinite. Vielleicht hat er ja noch irgendwas zu bieten. Und wird das noch was mit dem A-Rang? Ah, schade. Schade. Schade, schade. Aber knapp. Naja. Komische Maske, die man von der Seite trägt und nicht von vorne. Komische Brille, komische Schuhe. Das schon gar nicht, das ist auch alles komisch. Aber so, das momentane Design, was wir haben, ist ganz cool. Und belassen wir das. Aber ich muss einen anderen Wispern wählen. Das wäre schon etwas besser.
Ja. Und das ist der Cutscene? Nö. Gut. Noch ein Pass für den Infinite. Langsam wird's richtig nice, ne? Cool. Aber bevor wir das machen, gehe ich jetzt nochmal zum Inventar. Damit das jetzt hier mal endlich mal geklärt wurde, dass ich jetzt. Ach, das ist auch anders. Hä? Okay, auch nochmal eine Fähigkeit. Da und da. Bei dem Würfel, bei dem anderen Würfel und bei dem anderen Blitz. Erhalte nach einer Landung einen Temposchub. Du kannst Seilangriffe nacheinander schneller ausführen. Okay. Blockiert Angriffe von Gegnern beim Bremsen. Ist auch ganz nice. Ja, schon. Hier sind sogar gleich drei dabei. Erhöht Grindtempo. Das ist schon cool. Werde vorübergehend unverwundbar, sobald du 100 Ringe gesammelt hast. Ja. Halte Ringe bei Erreichen eines Kontrollpunkts. Ja. Ja, ich nehme auf jeden Fall jetzt hier diesen Feuerwispern hier. Um kleine Kabinen. Achso, was wir alles momentan freigeschaltet haben. Das kann ich ja einfach so wegspringen. Ja, jetzt mache ich offscreen. Das wäre jetzt etwas irrelevant. Machen wir erstmal weiter hier mit einem weiteren Kampf mit Infinite wahrscheinlich. Entweder mit Sonic oder mit dem Avatar. Bin mal gespannt. Nice. Wunderbar. Cutscene, keine Cutscene. Okay, Cutscene. Wir sehen uns gleich wieder mit der Facecam. Ob diese Welt mich je herausfordern wird. Und wie als Antwort schickt die Welt mir ein zitterndes Kind. Willst du hier kämpfen und sterben? Oder wieder davonrennen? Hey, hab keine Angst. Das ist dein großer Moment. Immer weiter. Lass dich nicht von Angst überwältigen. Na gut. Ich werde dich das Fürchten lehren. Dann Schmerz. Und dann wird alles ein Ende haben. Das glaubst auch nur du. Wir machen weiter. Und wir werden dich wieder besiegen. Darauf kannst du Gift nehmen. Diesmal hören wir ja sogar das Theme. Nice. Den Schwächling haben sie wohl zu. Mit 2D-Passage? Ernsthaft? Den Starken werden die Schwachen. Ernsthaft? Du bist einfach zu zart für diese Welt. Warum denn eine 2D-Passage? Wie kann ich den jetzt noch angreifen? Auch so einfach so drauf. Sobald er so auf unserer Nähe ist. Beziehungsweise auf Boden. Alles klar. Kann man aber auch nicht kaputt machen, irgendwie, komischerweise, ne? Lass mich wenigstens ringen. Okay, das reicht sogar. Komm, noch ein Treffer hier. Ja, hätte ich jetzt gewusst, dass hier diesmal ein Asteroid-Wisp hier ist, hätte ich jetzt Asteroid genommen. Man weiß es nie. Wie soll man das auch wissen? Was ist das für ein Mist? Das ist doch genau dieselbe Musik wie beim ersten Mal. Ich werde nur gehittet. Was soll denn der Scheiß? Komm her. Oh, da traust dich nicht. Ja gut, ne? Ich gesagt. Ich glaube, ich lasse das mal am besten lieber. Ey, du, bitte. Wenigstens habe ich ihn bis jetzt. Alter! Wenigstens habe ich ihn bis jetzt einmal getroffen. Das ist schon schön. Komm her, Alter. Ich bin sogar gesprungen. Was soll denn der Scheiß, ey? Ja, und dann sieht man noch nicht mal fast gar nichts. Ey, komm, was ist das für ein Rotz? Ja, die Hälfte ist schon mal weg zum Glück. Was ist denn jetzt mit dir? Schwächelst du aber schon? Oh. Hast du Schiss? Muss jetzt ein paar Helferlein schicken oder was? Hast du es jetzt so nötig? Du kommst mir bekannt vor. Ja. Schön für dich. Ja. Nein.
Okay, das war sogar recht knapp. Ey, wie asozial. Wie asozial. Wie weit will er seine komischen Plattformteile noch ausfahren lassen? War ja schon genug. Ist ja überhaupt nicht unfair, ne? Okay, gut. Denkt man, noch ein Hit, dann ist er tot. Bis jetzt bin ich auch nicht dabei, richtig zu kassieren, indem ich sterbe und alles immer von vorne anfangen muss. Zum Glück, dass ich immer wieder einen Ring habe, zum Glück. Und dass die Ringe wie Magnete auf mich einfach nur zukommen. Alter! Alter! Ich komme überhaupt nicht darauf klar, weil sobald man getroffen wird oder so, ihr seht es ja selber, wird alles so rot und so komisch, dass man fast nicht sieht. Also, ob das überhaupt noch ein B-Rang wird, das bezweifle ich. Ey, das ist so asozial. Hä? Ach komm, ey, was ist denn das für eine abgefuckte Scheiße? Ja! Hast du die Köpfe geschlagen? Jo. Ich habe unterschätzt, wie verzweifelt schlecht Dinge sich ans Leben klammern. Tja. Wir können's halt, ne? Wir können's halt. Und somit haben wir ihn noch sogar ein zweites Mal besiegt. Wie gesagt, wir können's halt. Oh yeah! Sogar noch ein Aran? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Bohrer. Der Bohrwisp. Nice. Also die Schuhe sind cool, aber das Shirt, naja, immer noch so ein bisschen langweilig irgendwie. Naja. Besser als nichts. Wieder Cutscene. Ich erinnere mich an dieser Stein da unten. Du bist geflohen. Du hast überlebt. Jetzt wirfst du dein Leben weg. Seltsam. Zeit, Abschied zu nehmen. Was? Wie ist das möglich? Das kann nicht sein. Wie hast du? Macht nichts. Es bleiben ihnen nur 2 Tage. Sollen sie über das Unausweichliche nachsinnen, bis ich sie endgültig auslösche. Alles klar. Alles klar. Wahrscheinlich. Oh. Egal. Wieder eine neue SOS-Mission. Natürlich. Ja. Machen wir hier schon mal Schluss. Wenn es euch bis dahin gefallen hat, gerne einen Daumen hoch von euch. Und ja, würde ich sagen, bis zu einer meiner Partien Sonic Forces. Bis zum nächsten Mal und ciao Leute. Macht's gut.